Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun. Ja, wir sind noch immer in Division 1 unterwegs, brauchen noch 4 Punkte, haben noch 3 Spiele dafür. Heißt, wir müssen 2 Siege aus den nächsten 3 Spielen holen. Wird schwierig, aber ist machbar. Ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen. Und ich möchte schon mal darauf hinweisen, ich widerspreche mir jetzt zwar selbst, aber es wird doch nochmal ein Pack-Opening geben. Ihr seht es hier gerade, es gibt momentan ein Team of the Year, Rest of the World. Also, ja, nee, nicht mein Team. Gibt halt nochmal ein neues Team des Jahres. Und da ist ein Spieler bei, den ich echt gerne hätte. Und zwar ein... Na, wo ist er? Da. Kevin Clark, Spieler des Jahres, 83er Wertung von den Hamburg Freezers. Er spielt zwar nicht mehr für Hamburg, aber es wäre trotzdem schon geil, einen Spieler des Jahres aus Hamburger Reihen zu haben. Den möchte ich gerne versuchen mit euch zu ziehen. Das kommt allerdings, wie gesagt, in einem gesonderten Video. Wir wollen jetzt ins Spiel reingehen. Brauchen, wie gesagt, 4 Punkte bei 3 verbliebenen Spielen. Wird schwierig, aber ist machbar. Wir gucken mal. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Gegner. Und gucken mal, wen wir da finden. Momentan findet er überhaupt keinen Gegner. Das ist natürlich immer richtig gut. Ah, jetzt. Und wir haben als Gegner Elite Sweden von Pillenup. Meinetwegen. Und hat ein polnisches Trikot. Elite Sweden mit polnischem Trikot und schwedischer Flagge. Und lass mich raten, er wird vielleicht 2 Schweden oder sowas in seinem Team haben. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Mal gucken. Wäre natürlich cool, wenn er wirklich nur Schweden hätte. Ah, da hat er schon einen Skinner, also keine Schweden durch und durch. Das ist ein netter Typ. Hat mir direkt mal eine Nachricht geschickt. Good luck, have fun. Hoffen wir mal, dass wir Spaß haben. Den Giroux hat er da. Carter auf dem rechten Flügel und Skinner auf dem linken. Also das auf jeden Fall macht schon mal einen sympathischen Eindruck. Das kann sich natürlich während des Spiels grundlegend ändern. Das wäre doch nicht ein Kackpass. Nö, Bäckström, da sollte der Pass jetzt aber eigentlich nicht hingehen. So, Jilmo am Bulli. Gewinnt das. Wo kommt zu Ben, der will ordentlich umgehauen. Oh oh, nein, nein, nein. Was? Oh Gott, das geht ja gut los. 1-0 für ihn. Fleury war da leicht geschlagen. Und unseren Van Riemsdyk macht dann das Tor. Bullshit. Alter Schwede, der haut aber auch Checks da raus. Oh, komm. Dafür jetzt eine Strafe, ernsthaft? Uiuiui, das geht nicht gut los, das Spiel. Unterzahl. Nach 4,5 Minuten, wir liegen schon zurück. Ja. Warum leckt es jetzt schon wieder? Ja, so war das auf jeden Fall geplant. Ja, so ebenfalls. Gut, dass sein Spieler schneller ist als meiner. Böser Check gegen Jill Murder. Ja, da kann man auch irgendwann mal eine Behinderung geben oder sowas. Können wir mal zumindest drüber nachdenken. Da genauso. Was ist denn das? Fleury, was ist da heute los bei dir? Boah, 2-0 für ihn. Was ist denn los mit meinem Goalie? Sonst steht Fleury doch immer so super im Tor.
2 to O'Reilly. Great poke check. Glove. Kick save. Outstanding. Caught that pass near the blue line and now looks ahead. To Cromwell. So, Cromwell rein ins andere Drittel. Got it in the slot. Rister. Wo ist denn der Puck? Da ist der Puck. Oh, and here's a 3-on-2. Ei. Shooting. Halak hat er im Tor. Ey, was ist los? Was macht mein Goalie da? Boah, ey. Solid win at center ice. Great job to slip on by. By Vanek. Snatched up by Bogosian. To Giordano. Fires. Oh, what a bad save. Why? Wonderful chance. Meine Güte, ey. Better be careful with it here. Fleury geht mir gerade so ein scheiß Pass schon wieder, ey. Boah, das Spiel geht mir gerade schon wieder auf den Sack. Fleury stellt sich heute richtig beschissen an. In der Offensive geht nichts. Das war ein ordentlicher Lattenkracher. Haben wir Glück gehabt. Oh Mann, ey. Das läuft gerade überhaupt nicht. Clean win on the draw. So, Lemieux mit dem Puck. Rein ins Angriffsdrittel. Poser mit dem Anschlusstreffer. 1-3 nur noch. Jetzt muss die Aufholjagd losgehen. Jetzt keine dummen Fehler hier erlauben. Ob das ein Abseits war, weiß ich nicht, aber gut. Schiri sagt ja. Good job on that face-off, tying the man up. Pass through center ice. Slides it to the point to Wisniewski. Full steam up the wing. Could be trouble near the line. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Pass auf St. Louis? Pass ahead through center for O'Reilly. Ooh, what a break. Shot hit the man. Schade, also der Schuss von St. Louis geblockt. Ja. Geht noch ein bisschen mehr durch mit den Checks, ne? Genau. Genau. Auf jeden Fall. Ach, das ist ein Witz. Boah, ey. Meine Güte. Good job on that draw at center. Let's see how they recoil. Through center to Ben. Oh, great cut. Yay, 4-1 nach dem ersten Drittel. 1er Ergebnis. Fleury heute mit einem Drecksspiel. Also der spielt heute echt mal Kacke. Meine Güte. Period number 2 is underway in a bit of a lopsided game. He drives to the net. He scores. He completes the hat-trick. What? With the goal scorer right in front, it was tough for the goaltender to pick up the shot off the backhand. Once you drop into that position, you feel like you've got the bottom of the net covered. Unser eigener Mann haut den Goalie um und dann kann er einfach einschieben. Boah, ey. Face-off win and now what will they do with it? Mir reicht's gleich schon wieder, Leute. So, Lemieux mit dem Anschluss wieder. 2-5. Meine Güte, doch.
So, jetzt müssen wir aber echt ein Offensivfeuerwerk raushauen, wenn wir hier noch eine Schnitte haben wollen. Wow, Monster-Leg. Looks ahead to start something. Could not be filtered through a strong play. Ach, Pozo kriegt doch den Abpraller da. Good attempt. Easy save. To Van Riemsdyk. Hit straight ahead through center. Ja, ganz genau. He missed the net. Can he generate something? Das war ein ziemlich beschissener Pass zu Hosa hin. Ja, und jetzt laufen wir wieder einen Konter an. So, der Pass zu Lemieux kommt an. Der auch. Und jetzt Backstrom rein ins Angriffsdrittel. Rüber auf Hosa. 3-5. So, komm. Meine Güte. Wie hat er das denn jetzt schon wieder gemacht? So, Modano. Mit Geschwindigkeit rein ins Angriffsdrittel. Bleibt an Halak hängen. Fuck. Ja. Weil ich dachte, da bleibt meine Anspielstation stehen, aber nein. Die hier ist für sinnvoll, mal die Seite zu wechseln. Ach so! Merkst du? Das ist mich schon wieder. Dass wir den nicht vom Puck getrennt bekommen, ist ja schon wieder ein Oberwitz. Boah, was ist hier schon wieder los, Leute, ey? Was war das schon wieder von Dreckspass zu Hose? Ja. 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 Strafe. Finde ich auch. Ah, Gott. Gotta clear it here. He moves that one ahead through center. Good work at center ice. Du bist schon ein kleiner Penner, ey. Oh, good chance here. He's got a wonderful centering pass. Komm, Lemieux ist zu langsam. Schade. So, Kronwall hat sich da guten Puck geholt. Tor! Das Ding ist drin. 4-5 in Unterzahl. Eigentor von ihm. Eigentlich sollte da ein langer Pass, also der Pass an Langpfosten zu Gilmour kommen und der springt irgendwie von seinem Verteidiger ins Tor. Was ist das denn? Boah, Leute, ohne Spaß. Was ist denn hier schon wieder los? Oh. Meine Güte, ey. Ja, würde ich meinen, ist das Absatz. So, hast genug von Good Luck, Have Fun? Oder war das los? Ja, komm. Ja, den Kampf verliere ich mal minimal hoch. Gut, ist mir egal. Können wir bitte weitermachen. 6-4 der Spielstand im zweiten Drittel momentan. Ja, komm, mach weiter. Noch 2 Minuten im zweiten Drittel. Wir liegen, wie gesagt, mit 2 Toren hinten. Aber ich schöpfe mittlerweile wieder ein bisschen Hoffnung.
So, weiter geht's. Lemieux am Bulli gewinnt das. Puck kommt zu Backstrom. Der geht rein ins andere Drittel. Hat er kein... Oh, Kackpass. Whiteman holt sich sehr schön den Puck wieder. Fuck. Ja, 4 zu 6 nach dem zweiten Drittel bleibt der Spielstand. 10 Tore bisher gefallen. Wir brauchen Punkte. Wir müssen Tore schießen. Das nützt alles nichts. Und dann stellen wir jetzt auf aggressiv um. Unseren Offensivdruck. So, Hossa rein ins andere Drittel. Lemieux verzieht da ein wenig. Fuck. Ja, ist kein Bandencheck. Sehe ich fast genauso nicht. So, Lemieux geht rein ins andere Drittel. Hängt sich da kein Stockschlag? Da fuck you einfach nur. Oh, Backstrom, mach doch das Ding jetzt. Wir kriegen das Ding nicht über die Linie. Da können wir probieren, was wir wollen. Ja, genau. So, wie war das? Wir brauchen Tore, ne? Sollten wir vielleicht auch mal in die Offensive gehen. Ja, ganz genau. Wieso gerne, wo sind meine Abwehr, meine Angriffsleute? Sag mal, können wir jetzt mal wieder einen Puck bekommen? Ja. Ach, Leute. Das Spiel verarscht mich doch. Boah, gefühlt zum ersten Mal jetzt Kopitar auf dem Eis. Verliert seinen Bulli. So, kommt kein hässlicher Pass rüber. Der war auch beinahe drin, ey. Da haben wir Glück, dass er an den Pfosten geht. Gut, das Ding ist verloren. In 5 Minuten haben wir keine 3 Tore mehr. Vermutlich jetzt gleich sogar 4. Ja, merkst du selbst. Und dann wird der Klassenerhalt richtig schwierig jetzt. Wenn da nicht mal solche Dinger reingehen, ne? Team wird wieder komplett wechseln. Ich sag da nichts mehr zu, Leute. Ich sag da nichts mehr zu. 8 Dinger. 8. Pff. Am Arsch, ey. Ja, dann nimmt mein Spieler einen Puck nicht mit. So, Jim Moore nochmal mit dem Anschluss. Aber wow, in 53 Sekunden werden wir keine 3 Tore mehr schießen.
Oh Gott, ey. Solid win at center ice. Good poke check by Evan Larson. Moves up the side with it now. Gathered in by Weidman. In the slot. Score! Backstrom macht sogar nochmal das 6:8. Noch 40 Sekunden. Für 2 Tore. Aber good job on that draw at center. Let's see how they recoil. Puck gathered in behind the net by Green. To Van Riemsdyk. To Krejci. Jetzt kommt er dann nämlich schon wieder. 27 Sekunden noch. 6:8 der Spielstand. Ja, ne? Lemieux verliert das Bulli. Ich kriege den Puck trotzdem recht schnell. Schade. Und wir haben keine Abwehr. Tja, schade. Viele Male schön zurückgekämpft. Aber das war's dann jetzt. Weil man das Kack-Icing ja noch geben muss für 1,5 Sekunden. War eine gute Mannschaftsleistung, vor allem im Sturm. Da haben wir uns häufig zurückgekämpft. Aber Fleury heute im Tor war eine absolute Enttäuschung. Was der sich da alles eingefangen hat. Ja, jetzt haben wir noch 2 Spiele, um 4 Punkte zu holen. Ich würde behaupten, das sieht ganz stark nach Abstieg in Division 2 wieder aus. Aber machst du nichts. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.